Wir haben jetzt eine junge Frau zu Gast, die sich gefühlt schon durch alle Zeiten der deutschen Geschichte gespielt hat. Dafür sieht sie aber wahnsinnig frisch aus. Schönen guten Morgen, Miriam Stein. Guten Morgen. Miriam Stein ist zu sehen in dem neuen ZDF Advents-Highlight, startet heute Abend, heißt Gotthard, aber man kennt Miriam Stein auch aus Unsere Mütter, Unsere Väter oder zum Beispiel auch, als sie die große Liebe von Goethe war im 18. Jahrhundert. Ja. Liegt Ihnen das irgendwie, die großen historischen Stoffe? Anscheinend. Also irgendwie, ich werde das öfter gefragt, weil ich tatsächlich so viel historisch drehe und anscheinend reizen mich mehr diese historischen Frauenfiguren. Ja. Oder ist das tatsächlich Zufall, weil man kriegt ja dann immer viele Drehbücher geschickt und so und dann ist das vielleicht auch gerade so nachgefragt, dass so die... Ja, aber man wählt ja dann aus, also man, ich lese dann die Drehbücher und dann entscheide ich sozusagen, was ich machen möchte, was irgendwie zu mir passt, wo ich mir vorstellen kann, das ist eine spannende Figur und anscheinend komme ich da immer wieder auf historische Stoffe. Ja. Mehrmals waren Sie schon Charlotte oder Lotte, aber heute Abend, wie heißen Sie da? Anna. Anna, Sie spielen eine junge Fuhrmannstochter und es geht um den Gotthard und da schauen wir jetzt mal ganz kurz rein. Die majestätischen Schweizer Alpen, Ende des 19. Jahrhunderts. Die Passage durch den Gotthard, damals ein größenwahnsinniges Projekt. Die Arbeitsbedingungen sind undenkbar gefährlich und die Bohrtechnik für den Tunnelbau wird praktisch vor Ort erfunden. Ein Dörfchen am Rande des Bergs wird zum Schmelztiegel. Ehrgeizige Ingenieure, italienische Gastarbeiter und die Schweizer Dorfbewohner müssen auf engstem Raum miteinander auskommen. Mittendrin Zimmerwirtin Anna, gespielt von Miriam Stein. Ich werde hier wohnen. Hey, pass auf, was du tust. 12 Franken im Monat zahlbar im Voraus. Gibt noch eine andere Möglichkeit. Eine ungleiche Freundschaft beginnt. Wir haben hier eine schöne Frau. Und du denkst an Steine. Was ist los mit dir? Jenny ist Jerity. Aha. Und für wen sich dann Anna entscheidet, das erfahren wir dann ab heute Abend. Ja. Aber man hat's gehört, Sie haben jetzt gerade mit mir natürlich schön Hochdeutsch parliert, aber ja. Sie können auch anders. Ja, ich kann auch anders. Also vor allem kann ich auch wirklich Schweizerdeutsch reden, weil man muss sagen, das im Film, das ist jetzt noch nicht Schweizerdeutsch. Ach, das finde ich gut. Behalten Sie das bei, wir untertiteln das bestimmt ganz spontan. Ja, das wäre mal was. Das wäre mal was. Untertitel im deutschen Fernsehen, da warte ich noch drauf. Stimmt, da muss man an anderer Stelle mal ein bisschen mehr für eintreten. Dieser Bau des Gotthardtunnels zu einer Zeit, in der natürlich eher die Männer das Sagen hatten. Wie war das dann damals als Frau? Sie haben sich da so ein bisschen wahrscheinlich auch eingearbeitet in die Rolle. Ja, also man muss sagen, dass meine Figur tatsächlich sehr emanzipiert geschrieben ist von den Drehbuchautoren, Gott sei Dank. Und sie sich durchsetzt. Also sie widersetzt sich ihrem Vater, sie hat eine gute Geschäftsidee, immer wieder schafft sie es, aus nichts wieder was hervorzubringen. Und das war das, was mich auch gereizt hat, diese Frau zu spielen. Ja. Und den Schweizer Dialekt, den habe ich da ja auch so ein bisschen abge... Genau, den habe ich runtergeschraubt, damit die deutschen Zuseher, die jetzt heute Abend hoffentlich alle einschalten, mich auch verstehen. Ja. Was ich interessant fand, ist, das hat man natürlich ein bisschen nachgebaut, diese Drehs teilweise. Gerade was den Tunnel angeht, ich habe gehört, in den Kölner Studios hat man da irgendwie über, glaub, 90 Meter irgendwie Tunnel nachgestimmt. Stimmt das? Ja, richtig. Komplett alles nachgebaut. Also leider war ich da nicht drin, weil man muss sagen, Frauen haben im Tunnel nichts verloren. Das Frauen haben im Tunnel nichts verloren. Ja. Die bringen Unglück im Tunnel. Man sieht dann auch in der Geschichte, warum. Ja. Und wenn man sich das anschaut, dass die Schweizer natürlich mit, das ist ja sowas wie ein Nationaldenkmal, auch so ein bisschen der Gotthardtunnel, die Folgen sind schon ausgestrahlt worden im Schweizer Fernsehen. Hat, ich habe gelesen, 45% Einschaltquote. Ja, ich glaube sogar 47 dann am zweiten, also der zweite Teil dann. Ja, Wahnsinn. Es war kein Messfehler. Nee, es war kein Messfehler. Es war auch, ich dachte dann Sonntag, warte mal, da läuft doch Tatort, gucken da nicht alle Tatort? Nein, es haben alle Gotthard geguckt, zumindest in der Schweiz. Also ich bin gespannt, wie das heute Abend aussieht in Deutschland und Österreich. Läuft auch im ORF heute, ja. Wünschen wir Ihnen ähnlich gute Einschaltquoten. Ich glaube, die 40 werden es wohl nicht, aber wenn es ein bisschen weniger ist, schadet es auch nicht und wäre es immer noch ein großer Erfolg. Also, Gotthard, heute Abend der erste Teil, 20.15 Uhr geht's los im ZDF. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Miriam Stein, und viel Erfolg weiterhin für Sie. Ja, danke. Tschüss. Danke.